haben einfach immer gereizt, du bist einzigartig oder du bist wertvoll und ich will diesen Wert versuchen zu fördern. Das war dem schon im tiefsten ein. Also. Ich habe auch noch gefragt, ja, was man dann für eine Ausbildung haben muss, wenn man so ein Heim will leiten. Und dann hat Walter Gerosa gesagt, ja, du musst einfach eine gute Rösti machen, das langt. Aber ich habe dann gleich gemerkt, dass das eben nicht langt, oder? Ich habe wunderbare Rückmeldungen bekommen, immer wieder. Ich durfte immer wieder, vor allem auch mit Jungen arbeiten. Und das hat mich irgendwie jung erhalten. Auch bis jetzt irgendwie sind wir immer noch wieder mit Jungen im Zusammenhang. Und das ist, wir haben einfach einen gewaltigen Segen dürfen erleben von dieser ganzen Arbeit. Wenn du eine Freudentränen verhindern kannst, dann ist es nicht in der Ordnung.